Herzlich willkommen zum letzten Video dieser Reihe. Jetzt wollen wir noch Umgebungsvariablen auslesen. Vielleicht hatten Sie damit schon mal zu tun, sowas wie Java Home oder Arndt Home sind typische Umgebungsvariablen, an denen man immer vorbeikommt, die man setzen muss, und dann haben sie bestimmte Werte in jeder Shell zur Verfügung, also in der Bash zum Beispiel oder in der PowerShell. Und diese Umgebungsvariablen werden häufig auch verwendet, um Konfigurationsparameter in ein Programm hineinzubringen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz an einem kleinen Beispiel. Was Sie hier sehen, ist eine Docker Compose-Datei. Die Datei wird verwendet. Details sind jetzt eigentlich irrelevant, um verschiedene Docker-Container sozusagen in einem System zusammenzukleben. Und Sie sehen hier, das ist ein Postgres-Container, also da ist eine Postgres-Datenbank-Management-System drin. Und das, was ich Ihnen zeigen will, ist eigentlich das hier. Jetzt kann ich hier sehr viele Konfigurationsparameter von dem Postgres über Umgebungsvariablen verstellen. Sie sehen es hier: Postgres-User, Postgres-Passwort, Postgres-Datenbank, also wie die Datei heißt und so weiter und wo die liegen soll. Das kann ich jetzt alles von außen über Umgebungsvariablen verstellen. Also ist es jetzt nochmal für uns wichtig, dass wir in Java verstehen, wie kommen wir an Umgebungsvariablen ran. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das Video ist das kürzeste von allen. Ich habe hier den Source-Code vom letzten Beispiel wieder ausgelagert. Das Zugucken beim Refactoring habe ich ihn jetzt mal abgeklemmt. Das heißt, wie komme ich an so einen Umgebungsparameter ran? Zum Beispiel, indem ich System wieder verwende. Und dann kann man nämlich hier statt getProperty sagen getInf. Und der müsste Java Home zum Beispiel kennen. Java underscore home. Das ist ja so eine klassische Umgebungsvariable, an der man häufig vorbeikommt, wenn man mit Java arbeitet. sout, ich gebe es mal aus, Java plus. Starten wir das Programm mal. Schauen wir, was er ausgibt. Und Sie sehen hier Java Doppelpunkt C Problem Files Java JDK 13. Also das heißt, er verwendet das JDK, was ich letztes Jahr verwendet habe. Das muss ich bei Gelegenheit dann mal auf dieses 11er JDK umstellen, mit dem wir hier eigentlich standardmäßig arbeiten. So, also so komme ich an Umgebungsvariablen ran. Jetzt kann ich also auf die Art und Weise mir auch eigene Umgebungsvariablen definieren. Ich kann zum Beispiel Username und Passwort machen. User Name und Passwort. Wenn ich das ausgebe, wird wahrscheinlich zweimal null rauskommen. Schauen wir mal. Sie sehen hier User und Passwort. So, das heißt, die Frage ist jetzt, also auslesen kann ich die Umgebungsvariablen? Jetzt ist die große Preisfrage, wie setze ich die? Dazu wieder zwei Möglichkeiten, entweder mit der Run Configuration oder wahlweise auf der Kommandozeile entsprechend mit einer tatsächlichen Shell-Variable. Was führe ich Ihnen als erstes vor? Vielleicht die Kommandozeile. Das ist vielleicht ein bisschen spannender. Wieder unsere Fat-Char-Datei, also ich erzeuge die wieder hier mit Assemble. Und dann brauche ich ein Terminal. Starte mal ein neues Terminal, deswegen würde ich mit einer sauberen Historie starten. Das heißt, jetzt sage ich hier java-jar und das Fat-Char build libs Studienarbeit.jar. Ich sage dann User null, Passwort null, wie oben auch schon in der ersten Demo. Und jetzt kann ich aber versuchen, das sozusagen zu setzen. Und zwar mit einfachen Shell-Kommandos: set user gleich Gerd, set password gleich Pferd. Also dieses Terminal ist ja tatsächlich eine ganz normale Windows-Shell offensichtlich. Also vielleicht so ein altes DOS-Fenster sogar. Das bin ich jetzt gar nicht sicher, was es genau ist. Aber wie gesagt, also sie haben sozusagen die DOS-Funktionalität
vielleicht sogar die PowerShell-Kommandos zur Verfügung. Und Sie sehen jetzt hier User Gerd, Passwort Pferd. Also offensichtlich, es funktioniert. Ne? Also das heißt, jetzt habe ich hier einfache Variablen ausgelesen und gesagt, und wichtig sind, dass das sind jetzt wirklich die Variablen, die ich in der Shell gesetzt habe. Also wenn Sie Bash hätten und würden Bash Shell-Variablen setzen, würden Sie die auch lesen können. Und das sind natürlich jetzt wieder Variablen, die Sie in Docker Compose oder in für Shell-Kommandos, für Batch-Dateien, die das Programm starten, sehr schön nutzen können. Also das ist auch ein weiterer Weg, um jetzt von außen Informationen in das Programm reinzubringen. Weg 1. Weg 2 ist vielleicht noch, wenn wir das jetzt hier mal testen wollen, dann wollen Sie ja nicht ständig auf dem Terminal rumopern. Wie geht das? Auch da wieder können wir die RAN-Konfiguration anschauen, Edit Configurations. Da haben wir noch so Reste von den letzten Demos drin. Und jetzt können wir hier Environment Variables setzen. Wenn ich da sage User gleich Gerd Password Word gleich Pferd, ich das mal setze, separate variables für Semikolons, hab hier noch ein Semikolon dazwischen, so zack, okay, wenn ich das Programm jetzt mal starte, sehen Sie auch User Gerd, Passwort Pferd. So, also auf diese Art und Weise habe ich jetzt Ihnen mehrere Möglichkeiten gezeigt, sozusagen das Programm zu testen, um zu sehen, dass man auch Umgebungsvariablen auslesen kann, Beispiel Java Home. Und ich habe jetzt hier mal so getan, als ob ich Usernamen und Passwort mit ins Programm bringe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher. Als letzten Schritt für diese Woche müssen wir uns da nochmal ums Thema Fehlerbehandlung ein bisschen kümmern. Ich habe jetzt hier nämlich so ein einfaches Exception oben hingebastelt. Das ist nicht wirklich guter Source Code, weil Sie dann den Benutzer im Grunde mit irgendeiner mehr oder weniger aussagekräftigen Exception allein lassen. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen systematischer gestalten und den ersten Schritt machen wir dann nochmal im nächsten Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.